als zweite große Gruppe von leistungselektronischen Schaltungen möchte ich jetzt über Gleichrichter bzw. AC-DC-Wandler sprechen. Zunächst wollen wir mal die grundsätzlichen Eigenschaften uns angucken. Was ist ein AC-DC-Wandler? Ganz in der Einführung hatten wir es schon dargestellt. Ein AC-DC-Wandler ist eine Schaltung, die auf der Eingangsseite eine Wechselspannung hat und auf der Ausgangsseite eine Gleichspannung, das heißt Wechselstromenergie in Gleichstromenergie umwandelt. In diesem Kapitel werden wir uns jetzt beschränken auf sinusförmige Eingangsgrößen. Das heißt, wir haben hier ein oder drei Phasen Eingangsspannung, idealerweise irgendwie sinusförmig. Das heißt, hier mit einer gewissen Frequenz, mit einer gewissen Amplitude eine Eingangsspannung und diese wird umgewandelt in eine idealerweise konstante Gleichspannung am Ausgang. Das ist zunächst mal die Grundfunktion, die wir hier an Gleichrichter zuweisen können, das heißt Umwandlung von Wechselspannung in Gleichspannung. Das ist die grundsätzliche Aufgabe. Jetzt hatten wir bei DC-DC-Wandlern kennengelernt, wichtige ist der Kenngröße, so die Spannungsübertragungsfunktion und den Wirkungsgrad. Jetzt ist es bei Gleichrichtern etwas anders. Hier sind jetzt ein paar andere Größen mitunter noch interessierend. Zum einen vielleicht der ideale Wert dieser Gleichspannung, das heißt, nennen wir die UD, kann sagen, diese ideale Gleichspannung, die könnte interessant sein am Ausgang. Es könnte aber auch weiter interessant sein, der Effektivwert der Ausgangsspannung. Es kann aber auch interessieren, eingangsseitige Größen. Das heißt, der Leistungsfaktor am Eingang, Leistungsfaktor der Schaltung, so wie wir eingeführt haben, natürlich der Wirkungsgrad, aber auch zum Beispiel Effektivwert des Eingangsstromes, der Klirrfaktor und so weiter. Das heißt, tatsächlich bei Gleichrichtern ist es etwas komplizierter als bei DC-DC-Wandlern. Wir haben ja nicht nur Gleichspannungen auf Ein- und Ausgangsseite und können jetzt sagen, okay, hier gibt es einen Strom eingangs- und ausgangsseitig, sondern wir können jetzt hier auch, je nachdem, was für eine Belastung wir anschließen, unterschiedliche Effektivwerte der Ströme kriegen. Und deswegen werden wir auch später sehen, gibt es zum Beispiel Schaltungen, bei der wir eine Leistungsfaktorkorrektur benötigen. Wollen wir uns jetzt angucken, was für Arten von Gleichrichtern wir ganz grob in der Leistungselektronik unterscheiden. Und zwar, wenn wir uns beschränken auf die Betrachtung dieses Netzbetriebes, das heißt 50 Hertz, 230, 400 Volt gegebenenfalls, dann können wir sagen, es gibt drei große Gruppen. Die erste Gruppe wäre die Diodengleichrichter, dann die zweite wären Thyristorgleichrichter und das dritte wäre dann, ich nenne sie mal PWM-Gleichrichter oder Pulsgleichrichter, die wir unterscheiden können in der Leistungselektronik. Das heißt, Diodengleichrichter, wie wir auch schon in der Elektronikvorlesung kennengelernt haben, hier eine passive Diodenschaltung, die aus einer zeitlich veränderlichen Eingangsspannung eine konstante Ausgangsspannung UA erzeugen soll. Mehr oder weniger tatsächlich, Diodengleichrichter haben die Eigenschaft, dass sie ungesteuert sind und dass die Ausgangsspannung immer kleiner ist als der Spitzenwert der Eingangsspannung. Das heißt, wenn wir hier diese sinusförmige Eingangsspannung haben, werden wir nie eine Ausgangsspannung kriegen, die größer ist als der Spitzenwert der Eingangsspannung und wir können den Wert nicht steuern. Das wird lastabhängig sein. Was ist der wesentliche Vorteil? Diese Schaltungen sind im Prinzip am einfachsten aufzubauen und deswegen am günstigsten. Die zweite Art von Schaltung sind dann die Thyristorgleichrichter. Das heißt, wir haben hier dann in Phasenanschnittsteuerung einen Thyristor, den wir benutzen, um eine steuerbare Ausgangsspannung zu erreichen. Das heißt, tatsächlich werden wir aus einer veränderlichen Eingangsspannung eine Ausgangsspannung machen, die jetzt einstellbar ist. Das heißt, UA ist einstellbar. Typischerweise wird UA wiederum kleiner sein als UE Max. Wir können jetzt aber hier den Wert der Ausgangsspannung steuern und was wir auch können ist, wir können einen bidirektionalen Energiefluss ermöglichen. Das heißt, wir können nicht nur Energie vom Netz zu unserer Last übertragen, sondern auch zurück, wohingegen bei dem einfachen Diodengleichrichter die Energie immer nur vom Netz aufgenommen werden kann und einer Last abgegeben. Und die dritte Klasse sind dann diese PWM-Gleichrichter. Was haben wir dort? Dort werden wir einen aktiven Schalter haben, typischerweise parallel mit einer Freilaufdiode bzw. mehrere dieser Schalter und sind dann in der Lage, die Ausgangsspannung auch hier zu regeln oder einzustellen. Das heißt, UA ist einstellbar. Es gibt hier Möglichkeiten, dass UA entweder größer oder kleiner als die Eingangsspannung ist. Typisch, ja, später sehen, wird UA größer sein als der Spitzenwert der Eingangsspannung.
Und wir können mit dieser Struktur dann auch einen bidirektionalen Energiefluss ermöglichen. Und eine weitere Sache, die sehr interessant ist, wir können eine aktive Leistungsfaktorkorrektur durchführen. Das heißt, gegenüber den Diodengleichrichtern und dem Thyristorgleichrichter ist es möglich, mit so einem PWM-Gleichrichter, zum Beispiel an einem einphasigen Netz, einen sinusförmigen Strom aufzunehmen, obwohl man am Ausgang eine Gleichspannung abgibt. Man braucht natürlich Energiespeicher irgendwo in diesem PWM-Gleichrichter drin. Aber man hat den Vorteil, dass man hier zum Beispiel an einem einphasigen Netz einen sinusförmigen Strom aufnehmen kann und damit die Zuleitung nicht mit einem größeren Strom blockiert, als der nötig ist, um diese Leistung abzugeben. Der Energiefluss kann auch hier gegebenenfalls bidirektional sein. Das heißt, wenn wir einen Motorantrieb haben, können wir dann auch hier Energie zurückspeisen. Jetzt wollen wir uns noch beispielhafte Anwendungen für Gleichrichter angucken. Zwar zwei Stück, wobei wir, wie gesagt, uns in diesem Kapitel im Wesentlichen auf die Iodengleichrichter beschränken. Das erste sei ein Schaltnetzteil. Das heißt, wenn wir das betrachten von der groben Struktur her, wird ein gesamtes Schaltnetzteil, wie zum Beispiel Ihr Handy-Ladegerät, wie folgt aussehen. Sie haben einen Gleichrichter, der ans Netz angeschlossen wird, zwischen L und M als erste Stufe, und dann haben wir einen isolierten DC-DC-Wandler als zweite Stufe, der dann unsere Ausgangsspannung UA liefert. Und wenn wir das jetzt mal mit Schaltungen füllen würden, dann würde zum Beispiel Ihr Handy-Ladenetzteil so aussehen, dass Sie dort einen ganz einfachen Einweggleichrichter haben mit einem Glättungskondensator. Dieser Block wäre dann der Gleichrichter und dahinter hätten Sie einen Sperrwandler, ein bisschen einfacher hier, nur die nötigsten Komponenten rein. Das ist jetzt so zum Beispiel die Grundstruktur von ganz einfachen Ladegeräten für tragbare Elektronik. Das heißt, wir haben hier diesen ersten Teil, den Gleichrichter als Eingangsstufe direkt am Netz, und den zweiten Teil hier den isolierten DC-DC-Wandler. Und tatsächlich haben wir häufig den Fall, dass Gleichrichterschaltungen, gerade Diodengleichrichter, sozusagen die Eingangsstufe von leistungselektronischen Systemen sind, weil die Energie vielfach in Form von Wechselspannung, Wechselströmen zur Verfügung gestellt wird, entweder hier einphasig oder dreiphasig. Als zweites Beispiel wollen wir uns dann einen Frequenzumrichter anschauen, das heißt, das klassische Beispiel aus der Antriebstechnik. Dort hätten wir dann zunächst auch wieder so ein Blockschaltbild auf Systemebene, typischerweise am Drehstromnetz an den drei Außenleitern angeschlossen, eine Gleichrichterschaltung, also hier auch wieder ein AC-DC-Wandler mit drei Eingängen. Dann hätten wir einen Zwischenkreis, bestehend aus einem Kondensator und typischerweise hier so ein Bremswiderstand mit einem Leistungsschalter in Serie, um Energie abzubauen, die gegebenenfalls von der Last zurückgeliefert wird, weil die Diodengleichrichter, die wir gleich sehen werden, ja keine Energie ins Netz zurückspeisen können. Wir hätten dann als Ausgangsstufe einen Wechselrichter, der dann wieder eine Gleichspannung in eine Wechselspannung umwandelt, mit drei Ausgängen, wo dann hier zum Beispiel ein Motor angeschlossen ist, Drehstrommotor. Und wenn wir das jetzt auch mit Leben füllen wollten, dann würden wir hier sehen, wir hätten hier in dem ersten Block typischerweise so einen Brückengleichrichter, einen dreiphasigen mit sechs Dioden, wobei jeweils eine Schaltung aus zwei Dioden an einer der Phasen angeschlossen ist, das heißt hier an einem der Außenleiter, L1, L2 und L3. Dann hätten wir dort unseren Zwischenkreis und am Ausgang hätten wir dann einen Wechselrichter, typischerweise Konfiguration, wenn wir hier einen Drehstrommotor haben mit sechs Schaltern, die dann an den Motor gehen. Lassen wir jetzt weg, weil hier kein Platz mehr ist. Tatsächlich wären hier noch so antiparallele Dioden nötig, weil unser Motor eine induktive Last darstellt. Die müssen jetzt hier überall noch dazu. Und dann sehen wir aber auch hier an der Stelle, dass auch hier der Gleichrichter wiederum unsere Eingangsstufe darstellt. Deswegen sagt man auch, der Gleichrichter ist typischerweise das Frontend unseres leistungselektronischen Systems.